danach. Ja, Freunde, wir sind hier in der Wüste. Ich dachte mir, ich verschleier mich, damit ich keinen Sand ins Gesicht kriege und keinen Sonnenstich. Und komm in die Wüste. Viel Spaß dafür auf jeden Fall. Six on in the Mix und herzlich willkommen für zu diesem neuen Video. Schaut euch das an. Manch einer fährt Jetski. Das ist das, was ich gewählt habe. Das ist die Einleitung. Wir gehen jetzt gleich überall hier spazieren und schauen uns an, was in der Wüste so los ist. Seid ihr dabei? Let's go! So, wir steigen erstmal ab und dann würde ich sagen, erkunden wir mal alles alleine. Und darum geht es ja auch. Das arme Kamel, Alter. Digga, die Leute sind crazy hier auf jeden Fall. Alle paar Minuten nur. Und ja, ich bin jetzt gerade hier gelandet. Jetzt gehen wir auf eigene Erkundungsjagd, was sehr wichtig war. Ja, mal ein kurzes Vergnügen. Ich überlege, ob wir jetzt gleich herumlaufen. Erstmal hole ich mir Wasser, bevor ich da überhaupt in die Wüste gehe. Hey, ich habe eine Tour gebucht und bin gerade mit Leuten hier in der Auto. Durch die Wüste, Freunde. Zieh euch das rein. Der Typ da vorne rastet auch komplett aus. Hey, haltet euer Maul! Ich will genießen! Ey, der Typ fährt wie ein Henker, Alter! Wow! Iranische Musik im Hintergrund! Digga, er zieht komplett durch. Oh, oh, oh. Oh, chill, Junge, chill! Ja, vor einem kleinen Stopp, schaut euch bitte die Wüste an. Schon krass hier auf jeden Fall. Wir haben einen kleinen Stopp, mal sehen, was da los ist. Ich glaube, das Auto hat eine Panne, Alter. Fuck. Wenn wir hier nicht wegkommen, ist Katastrophe. So, Freunde, jetzt sind wir hier. Irgendwo in der Wüste gelandet.
Und so sieht das hier aus. Das ist die Wüste. Augenschutz, Mundschutz, weil hier auch noch ein bisschen Wind mit Sand in die Fresse kommt. Ganz wichtig, was ich euch jetzt erkläre, ist, so sah Dubai vor 20, 25 Jahren aus. Keiner kannte es, keine hohen Gebäude, nichts. Ich bin jetzt hier mit der Karawane, hier mit dem Auto unterwegs. Und ja, habe mir diese Tour hier gebucht. Und schaut euch bitte, wie schön das aussieht. Schaut euch das an. Menschen aus aller Welt kommen her. Auch hier in die Wüste. Sehr, sehr interessant. Ich wollte euch so ein bisschen die Wüste zeigen, warum nicht, wenn wir schon hier sind. Ja, ich muss noch auf jeden Fall ein paar Fotos machen. Setzen werde ich mich nicht, wie die Frau da. Aber stehen kann man gerne. Geh mal ganz kurz zum Berg, weil da mehr los ist. Ich meine, weil da nichts los ist. Heftig. Das Ganze sollte man nicht auf eigene Faust machen. Das könnte gefährlich werden. Der Wind, seht ihr das? Es ist sehr, sehr windig. Ja, guckt euch das an. Heftig. Das ist die Wüste von Dubai. Aber scheiß drauf. Schaut euch an, was hier abgeht. Der Wind rettet hier gar nicht gerade. Es peitscht ein sehr heißer Wind umher. Auf jeden Fall herrlich. Ich mit Latschen und Socken, Alter. Ja, was soll ich machen? Ich wollte meine Füße nicht dreckig machen. Und der Sand ist sehr, sehr heiß in den Füßen. Also habe ich Latschen und Socken angezogen. Damit ich mich nicht verbrenne. Weil hier kann man sich wirklich schnell verbrennen. Freunde, wir sind in der Wüste von Dubai. Ich hoffe, euch geht's gut. Wirklich schöne Aussicht. Der Wind ist nervig. Auf jeden Fall einige Leute hier. Die Babys werden gezwungen. Auf jeden Fall, ja. Es gibt auf jeden Fall vieles. Der Gruppe. Ich gehöre zu der Gruppe. Ich komme ursprünglich aus Russland, Asien. Ach so. Ja. Aha. Wo denn? Da gibt es dann. Oh, ich habe auch noch ein paar Deutsche getroffen. Aus Hamburg. Heftig. Also ich bin hier nicht alleine. Und ja. Ich komme, I'm coming. Der Iraner geht mir auf den Sack. Ja. Egal. Wir machen jetzt ein paar Fotos für den. Ich habe gezeigt, dass ich Filme machen kann und Videos machen kann. Und Fotos. Und jetzt will er ganz ehrlich zu ihnen hinkommen. Okay, Bruder, okay. I'm coming, Iran. So, nicht, dass die Jungs und Mädels ohne mich gehen. Die hauen wieder ab. Was für eine Erscheinung hier. Schaut euch das an. Schon heftig auf jeden Fall. Und ja, jetzt gehen wir wieder rein. Ja, nice, very nice. I like it. Boah, es ist warm draußen. Stell dich vor, ihr übernachtet hier auf jeden Fall. Das sind wir sehr viel. So, wir sind jetzt angekommen. Ja, wir sind angekommen und die versuchen natürlich die Leute hier von einem Business zum anderen Business zu jagen. Und ja, ist cool auf jeden Fall. War geil die Reise. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ja, wo wir gerade hier gelandet sind, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite auf jeden Fall. Heftig. Die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt, Freunde. Auf jeden Fall. Aber die Reise ist noch lange nicht vorbei. Wir haben noch Barbecue am Abend und es wird noch gegrillt. Seid gespannt. So, Freunde, wir sind jetzt hier im nächsten Stopp mit dem Kamel und so. Die ganzen Leute hier mit den Kamelen. Hier wird gleich gegrillt und hier gibt es so eine Art Camp.
bin sehr, sehr gespannt, was hier hinterher nochmal abgeht gleich. Also das gehört hier natürlich alles dazu hier so. Wir sind jetzt mitten in der Wüste wieder, irgendwo anders. Royal Adventure steht drauf. Ihr seht der Sand, Alter. Ich habe Socken an. Der Sand ist immer noch heiß. Und ja, da soll es ein Camp geben, da gibt es gleich eine Feuershow. Da wird gegrillt. Wir werden noch was essen, glaube ich. War alles mit drin, habe ich alles gebucht. Auf jeden Fall sind wir irgendwo hier gelandet schon wieder. Irgendwo im Nirgendwo. Und hier wird schon wieder verkauft. Oh ja, Airplane. Ja. Ein Kollege aus Iran hier übrigens. Ne? Ja. Salam, salam. Refir, man. Refir, Khubi, man. Hatschi, Alman, du Sostani. Galore, Biyad, Iran. Al-Ari, Iraner in Deutschland. Was auch immer er gesagt hat, übersetzen. Many, many Iran in Almanien. Many, many. Many, many Iran. Yeah, like. So, wir bestellen uns jetzt erstmal einen Saft, mein Lieber. Du hältst kurz die Sendepause und wir bestellen ja einen Saft, okay? Das reicht mir mit euch langsam. Okay. Wir trinken erstmal diesen Saft. Granatapfelsaft. Okay, jetzt. Und mein Saft ist hier. Ich hoffe, die Musik ist nicht kopiergeschützt. Ja, Freunde, so ist die Welt hier. Ey, das ist ja wie bei Aladdin und 40 Räuber, Alter. Ja? Genau so, wie aus dem Märchen. Die Mädels gehen auf jeden Fall ab. Und es ist super laut hier. Jetzt fehlt nur noch so ein fliegender Teppich. An den Ecken gibt es ja noch viele Businessmöglichkeiten. Wir verkaufen hier alle möglichen. Na, ich bin mal gespannt, wie lange das geht. Also es geht hier richtig rund. Nicht nur, dass man hier zuschaut, man kann hier auch an den Ecken noch was essen. Hier zum Beispiel Falafel oder Halloumi. Was das hier ist, weiß ich nicht. Schmeckt ein bisschen nach Käse. Und die Frauen tanzen, machen ihr Ding die ganze Zeit. Ah, yeah. Sie zieht ja richtig durch, Alter. Schauen wir mal, was da drin ist. Nudeln. Chicken. Ah! Also hier gibt es ein mögliches Essen. Und schau mal hier, das ist hier Obst. Die hauen hier Obst rauf. Ja, Mann. Obst und Wassermelone. Sehr lecker. Mhm. Guck mal bitte, wie die Reis reinmachen. Die Iraner sind verrückt, Digga. Die haben keinen Löffel und keine Gabel. Also jetzt wird es immer voller und wir haben jetzt gerade einfach gegessen. Wir haben mich angeguckt, Alter, auf jeden Fall. Hi, how are you guys? You good? Das sind alles Iraner, alles. So, nochmal eine Show am Abend. Mittlerweile geht es hier richtig rund, Alter. Mittlerweile geht es hier richtig ab. Ja, Freunde, und ich bin auch schon mittlerweile in Berlin, gerade am Zoologischen Garten, S-Bahnhof. Fahr jetzt Richtung Alexanderplatz, um meinen Kollegen zu treffen. Comeback TV. Ja, macht euch nicht ins Hemd. Es kommt auf jeden Fall noch mal ein, zwei Videos aus Dubai. Und dann fange ich wieder mit Berlin an, wa? Es ist super Wetter wieder in Berlin. Seitdem ich wieder zurück bin, ist ja auf jeden Fall richtig gutes Wetter. Und ja, was soll ich sagen? Der Dubai-Urlaub war auf jeden Fall sehr gut. Ich bin auf jeden Fall durch. Freunde, danke fürs Zugucken. Six All in the Mix, Daumen nach oben, ganz wichtig. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.